Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Das Gebäude. Sie will das Gruppe 0 abgestellt, das zu bauen. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der. Wir sind alle Gruppe 0, nicht wahr? Du bist auch Gruppe 0, das kann ich nur nicht sehen. Ja. Okay, dann haben wir gar keinen Fehler gemacht. Wir haben es ganz genau richtig gemacht. Ach ja, die sind wieder zurück. Dachchef, der Feind attackiert eure Siedlung. Wir bleiben hier. Angriff! Jawohl. Wir bleiben hier. Halt! Stopp! Ein Alchemistentor oder ein Laboratorium könnte sich lohnen, aber wir kommen nicht an Schwefel ran im Moment. Stopp! Noch nicht. Wir bleiben hier. Stopp! Stopp! Jawohl. Ich bin fertig hier. So, nächster Zahltag ist der Ausbau zur Kathedrale. Ich bin fertig hier. Kann Zack. Ich jetzt Feierabend machen? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Zwei weitere Uhren. Ihr könnt hier so lange Holz hacken. Lieber als das. Wer? Seid ihr noch ganz bei dir? Ah ja, die neuen Priester. Die Steuern sind untragbar. Baut hier aus. Ihr könnt ihr bald schon ein Lager hier hinsetzen, damit die Stämmmetze noch effektiver arbeiten können. Beim Abholen. Na gut. Ich tue mein Bestes. Fertig, Meister. Ah, Fernglas zu Pleite. Keine Steine. Ich hab getan, was ihr wolltet. Also ein Lager müssen wir hier gleich sowieso hinsetzen. So hoch. Und bei der Gelegenheit können wir theoretisch einen Marktplatz daraus bauen. Also wir können auf Handel gehen einfach. Wenn wir denn wollen. Obdachlose Siedler. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Na, müssen wir gerade nicht. Wir schauen uns mal, wie wir hier damit klarkommen. Hier. Das können wir schon mal forschen. Sofort. So, ah ja, die stellen hier sich auch sofort Sachen dagegen. Ausbau fertig. Na gut. Kathedrale steht, sehr gut. Das heißt, wir können unsere Steuern jetzt ewiglich oben halten. Die Steuern sind untragbar hoch. Nächsten Zeittag wird Fernglas geforscht, damit wir eine Taverne kriegen können. Wir brauchen diese Kundschafter. Forschung abgeschlossen. Es ist Zahltag. Ein Büchsenmacher ist niedergeschlagen, weil die Steuern zu hoch sind. Soll sich nicht so anstellen, er ist noch nicht so wichtig. Fernglas. Können wir nicht einmal einen anderen belästigen? Gruppe 9. Wir bräuchten ein Lager nach hierhin. Sofort. Kürzere Laufwege für die Steinmetze, das ist gut für uns. Die müssen dann nicht immer hoch zur Zitadelle. Und wir können hier dann zwei Alchemisten und vielleicht zwei Schmieden drumstellen. Und dann müssen wir schauen, wie wir unseren Bevölkerungsplatz leer kriegen. Am besten, sobald die Uni komplett durchgeforscht ist, die Uni einstampfen. Eure Siedler einmal das hier hoch. Gesegnet. Wir können uns natürlich schon wieder drei weitere Uhren leisten. Nee, mach ich nicht. Nee. Nö. Na, dann bauen wir die auch direkt. Fertig, Meister. Hier könnt ihr ein bisschen weiter Platz frei hacken. Das ist Gruppe 9. Und dann, wir können dann wir hier noch ein weiteres Wohnhaus brauchen und hier noch einen Bauernhof. Dachchef. Eine neue Technologie ist erforscht. Ich tue mein Bestes. So. Fertig. Ergreift sie! Der Feind attackiert eure Siedlung. Wir bleiben hier. Halt! Wir bleiben hier. Schmelz einmal kurz die Langbogenschützen hier. Fertig! Halt! Nur Mut! Wir werden siegen. Wir bleiben hier. Bis in den Tod. Jemand am Leben zu lassen, würde sich lohnen, denn wir sehen... Oh nein. Entsprechend des Timers kommen die da immer nach. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Nur Mut! Wir werden siegen. Wir bleiben hier. Stopp!
Der Tag der Abrechnung. Hey, wir haben auch Wag. Wag kann die Kanone reparieren. Wird gemacht. Wir bleiben hier. Stopp! Ihr werdet angegriffen. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Gruppe 9, ihr habt eure Aufgabe hier erfüllt. Aber gern. Repariert das hier. Wag, repariert irgendwelche unsere Kanonen. Einfach zu vergessen, dass er das ja hat. Seid gesegnet. Marktplatz wäre eine Option, aber wir arbeiten erstmal ohne. Ich bin kein Handelshater, ganz im Gegenteil. Normalerweise wäre das genau die Situation, wo ich Handel auspacken würde. Aber gerade eben kann ich mir den Aufwand einfach nicht machen. Den Aufwand vor allem. Flaschenzug. Taverne nach... Wo wäre ein guter... Hier wäre ein schöner Punkt für eine Taverne. Wird erledigt. Macht mir hier Platz für eine Taverne. Wird gemacht. So. Wir kümmern uns darum. Bark hat die Kanonen richtig wütend gemacht. Wir bleiben hier. Seid gesegnet. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn... Okay, so wie dieser Baum da gewichen ist, müsste das gehen. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Kommt ihr hier rüber und helft hier aus. Wir wollen immer in diesen Bereich freiroden für unsere... Für unsere Zielsetzung. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Oh, die packen jetzt ja ordentlich was aus. Aber sie sind dumm wie Brot, die kriegen das nicht hin. Der Tag der Abrechnung. Wir haben ja erstmal alle Zeit der Welt, um uns in aller Ruhe auszubauen. Die Grube ist sowieso bald weg. Meint ihr, wir wären in der Lage, hier Leibniz durchzuschmuggeln, wenn wir die Feinde hier ablenken würden? Geschafft. Damit wir hier nebenbei Schwefel hacken können. Wäre schon lustig. Wir haben hier halt hauptsächlich Schwefeltechnologien, an denen wir jetzt. Mit denen wir jetzt nicht wirklich vorankommen, aber wir können das hier kurz mal holen, weil es Eisen kostet und Eisen ist uns egal. Taverne nach hier. Na gut. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Wie ihr wünscht. Ja, in Ordnung. Gut, gut. Lundenschloss brauchen wir momentan auch nicht wirklich. Es sei denn, wir würden Diebe haben wollen. Fertig. Kosten Sachen halt Schwefel. Mit Schwefel bin ich vorsichtig. Mit der Arbeit. Die arbeiten sich hier so Stück für Stück durch. Das finde ich in Ordnung. Kann ich respektieren. In große Gefahr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir bleiben hier. Stopp! 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 Halt! Attacke! Stopp! Wir bleiben hier. Attacke! Eure Gelehrten haben eine neue Technologie so erforscht. Attacke! Angriff! Lehrt sie das Fürchten! Angriff! Macht sie nieder! Ja, ja. Mit ein paar Kanonen mehr können wir theoretisch einen Ansturm hier hinten komplett durchdrücken. Ohne größere Probleme. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Da haben sie die Steinmetze sofort reingedrückt, ohne zu zögern. Ist in Ordnung. Die meisten Technologien sind nicht so nützlich hier. Geil wäre eine Option. Einfach direkt im Turm hier hinten rushen mit ein paar Reitern. Was? Wir können doch einfach, weil es uns nichts kostet. Wir können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Ich habe nicht gefragt. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Machen wir aus unserer aktuellen Gruppe 4 eine Gruppe 6.
Und daraus machen wir Gruppe 4. Und die können dann einfach gemeinsam mit Vark bei der nächsten Gelegenheit einfach mithelfen kommen. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. In Ordnung. So, Gruppe 0 ist das. Gruppe 0 hier. Uhren. Hierfür kein Geld. Benötigt ihr mehr Taler. Kein Problem. Aber noch eine Zusatzuhr, bitte. Das Geld kriegen wir schon noch zusammen. Sofort. So, beim nächsten Angriff hier können wir hier einfach mal kurz hier durchdringen. Und dann können wir so ein bisschen Schwefel beschaffen gehen. War kann da mithelfen. Natürlich. Einfach um unsere Verbündeten einmal zu buffen oder unsere Kanonen zu heilen, sollte es hart auf hart kommen. Ich hätte schon gern ein richtiges Laboratorium. Zahltag seid gesegnet. Aber das ist halt wirklich gerade keine sonderlich große Option, nicht wahr? Fertig. Wenn's 4 weitere können gebaut werden. Da können wir unser Geld gerade ohne weiteres reindrücken. Ja. Kundschafter hätten wir noch wollen. Hätten wir noch gewollt, ehe wir die Kanone gekauft hätten. Hätten wir so machen müssen. Egal, dann kein Kundschafter. Wir brauchen ihn nicht. Er wäre nur gut gewesen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht. Gruppe 8 konzentriert ein bisschen. Ich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ja, das kann ich. Ihr könnt euch ein bisschen enger zusammenstellen und die Position hier halten. So soll es sein. Gruppe 4 und Gruppe 3. Hier hoch. Gern. Na gut. Feinde greifen eure Häuser an. Wir bleiben hier. Ergreift sie. Stopp. Angriff. Komm schon. Schießt. Halt. Angriff. Stopp. Bis in den Tod. Wie ihr wünscht. Wir bleiben hier. Angriff. Wird gemacht. Ja. Angriff. Attacke. Für Ruhm und Ehre. Halt. Jawohl. Für Ruhm und Ehre. Wir kümmern Gruppe uns 9 repariert das. Gruppe 5. Gruppe 6. Gruppe 6. Gruppe 4. Vorwärts. Das sind schon blöd. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Quick Save. Vielleicht kriegen wir hier einen Durchbruch hingedrückt. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Ja. Ja. Ergreift sie. Wie ihr wollt. Sofort. Wie ihr wollt. Gruppe 4 vorwärts. Ordnung. Ja. In Ordnung. Wir erledigen das. Jawohl, wir bleiben hier. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir kümmern uns darum. Ja. Halt, Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Stopp, stopp, halt, nur Mut. Wir werden siegen. Wir bleiben hier. In Ordnung, Attacke! Stopp, 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 Angriff! Auf in den Kampf! Jawohl, euer Wunsch ist mir Befehl. Sofort! Warum dreht ihr um? Darum. Stop! Feinde greifen euch an. Stop! Ich tue mein Bestes. Sofort. Wir wurden im Stich gelassen. Stop! Die Dolchstoßlegende ist jetzt wahr. Zumindest in diesem Kontext. Seid gesegnet. Da haben die uns eiskalt im Stich gelassen. Es ist immer wieder so viel Verlass auf die KI, nicht wahr? Nö. Ja, ja. Da haben sie uns eiskalt zurückgelassen. Vark, halt die Kanone. Ja, der Schaden, der ist nicht weit gebufft worden. Das ist eine Lüge, die das Spiel uns erzählen will. Sie schaddert. Natürlich. Ja, ja. Ist in Ordnung. Fertig.
Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Es ist das war leicht überreagiert jetzt schon. Wir haben vor dem Zahltag noch gebetet. Ja, ist gut. Sicher das. Aber dank des Zahltags. Doch, nee, wir haben erst nach dem Zahltag gebetet. Alles richtig gemacht. So, und hier können wir direkt Ballistetürme draus machen. Na gut. Natürlich sind wir grausam, böse, respektlos, morden und plündern. Und eines Tages werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Nee, da gehen wir nicht. Mit dem Angriff gehen wir nicht mit. Die Leute sind zu blöd hier. Fertig. Halt, ich tue mein Bestes. Fertig. Ich hab getan, was ihr wollt. So, das wird helfen. Fertig. Denn wir haben gerade wirklich keine andere Verwendung für das ganze Zeug. Sofort. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ausbau. Ja, hinfort mit dir. Natürlich. Ja, ist gut. Fertig. Setz hier noch einen Turm hin. Türme können dann hier direkt die Scharfschützen die Schwertgewehr im besten Fall zusammenschießen. In Ordnung. In Ordnung. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Das Gebäude ist ausgebaut. Hinfort. Halt. Halt. Wir bleiben hier. Attacke. Fertig. Attacke. Nur Mut. Wir werden siegen. Jawohl. Ergreift sie. So, und repariert das. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir kümmern so, uns darum. So, mach den weg. Halt. So soll es sein. Ausbau abgeschlossen. Wie ihr befehlt. Ja, in Ordnung. Ja, na gut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, in Ordnung. Wir bleiben hier. Macht sie nieder. Für Ruhm und Ehre. Halt. Stopp. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Halt. Wir bleiben hier. Stopp. Einer eurer Helden... Ich glaube nicht, dass ich das zulassen mit euch. Feinde greifen ihn an. Wir bleiben hier. Nur Mut. Wir werden siegen. Halt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir bleiben hier. Wir kümmern uns darum. Dann halt so. Ja. Stopp. Wir bleiben hier. Ich tue mein Bestes. Wie ihr wollt. Ich brauche eure Hilfe, Freunde. Wir bleiben hier. Bis in den Tod. Sicher. Ja. Wie ihr befehlt. Sicher. Wir bleiben hier. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ihr werdet angegriffen. Passt mal auf, wir machen das folgendermaßen. Stopp. Na gut. Wir kümmern uns darum. Na, nicht alle töten. Wir bleiben hier. Stopp. Ja, mein Herr. Sofort. Sofort. Ja, Herr. Gern. Wir bleiben hier. Stopp. Seid ich versuche gerade. Nur die Hauptleute haben... Nein! Kanonen, warum seid ihr so? Ja, ja, ja. Ich tue Laufwag. Mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Macht sie nieder. Stopp. Macht sie nieder. Stopp. Stopp. Weil ihr sowieso schon tot seid, schmelzt den Turm. Halt. Attacke. Halt. Gern. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir erledigen Nein. Das. Ja. Ihr seid auf wir kriegen das nur, wir kriegen die wieder neu. Müssen wir ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Geld da zusammenkriegen dafür. Also aber schon in Ordnung. Das kann ich nicht. Ich wollte Kanonen eigentlich einen anderen Befehl geben, aber die haben trotzdem entschieden, dann die Schützen wegzumachen. Natürlich. Ich wollte die auf Hauptleute runterschießen, damit wir denen vorbeirennen können. Die ein bisschen mit Wag beschäftigen können. Natürlich. Und dann hätten wir einfach mit den Kanonen allen vorbei in die an den Turm gekonnt und dann hätten wir den Rest aufräumen können. Das wurde uns nicht vergönnt. Einen Moment. Okay, Sekunde, so. Fertig, Meister. Okay, wir waren schon so weit. Fertig, Meister. Ihr könnt euch inzwischen nach hier unten zurückziehen, da ihr Holz habt. Eine Verwechslung vorliegt.
Eigentlich sollte ich gar nicht. Ich bin schockiert, dass Wackel bin nicht rausgekommen ist. Steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Brauchen wir noch Platz für mehr Uhren? Nein. Bei dem in der Stadt würde ich schätzen. Euer Dorf wird angegriffen. Kein Problem. Wer ist das nun? Kein Problem. Stopp! 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 Halt! Bis in den Tod! Wir bleiben hier. Bis in den Tod! Halt! Ja, Herr. Wir bleiben hier. Okay. Ja, 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 Herr. Wir können so einen Kundschafter ausbilden. Zahltag. Liebe kosten Eisen, Schwefel 200. Es werden 500 Schwefel, um Sabotage zu bekommen. Ich investiere die. Seid gesegnet. Denn im Zweifel benutzen wir einen Verdiebe, um hier oben durchzugehen. Das geht schneller. Wenn's denn sein muss. Natürlich. Für den Schwefel haben wir gerade sowieso keine Verwendung, weil das Zeug nicht veredelbar ist. Das ist in Ordnung von mir aus. Natürlich. So, du bist Conchi 5. Für euch doch immer. Wir brauchen immer einen Blick hier oben drauf. Wir gehen auf die 300%, ehe wir darauf gehen, nämlich neuen Kanonen zu beschaffen. Eure Siedler werden das war schon. Egal, 300% sind nicht mehr weit. Dann geht das ja. Des Weiteren können wir noch ein paar Gebäude zusetzen. Gruppe 0. Und dann haben wir den Ja, der ist Teil davon. Gruppe 9. Was können wir noch an Veredern bauen? Ich denke, es könnte sein, uns erstmal zwei Schmieden zu setzen. Nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Ah, nach hier hin. Ja. Hast du einen Baum noch hier in die Mitte? Nö, aber ein Wohnhaus. Kommt hier das Wohnhaus in die Mitte? Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Natürlich. So, zwei Schmieden werden reichen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir die größten Verluste der Welt erleiden werden. Sold werden gezahlt. Fertig. Da kommt ein Bauernhof nach hier. Jetzt können zwei Alchemisten nach hier und dann haben wir schon gar keinen Platz mehr für irgendwas. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ich hab getan, was ihr wolltet. Denn im Zweifel habe ich lieber Sabotage als Legierung. Ja, das hier war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um Reiter durchzuschicken. Fertig. Wir können es trotzdem den Stall bauen. Wenn's denn sein ah nein, können wir nicht. Wir können keinen Stall bauen, wir können in der Burg Truppen ausbilden. Was können wir ausbilden? Barbaren. Könnte reichen. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Ausbau abgeschlossen. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Wir können sie Informationen bringen. Fertig. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Jupp. Wir brauchen nur die Ablenkung. Dann können wir mit Wags Blutrausch hier reinstürmen und den Turm stürmen. Stimmt, wir können keinen Stall ausbilden, aber wir können Barbaren ausbilden. Billige Truppen, die nichts können. Wird angegriffen. Das ist in Ordnung. Angriff. Ey! Wann geht ihr meine Türme an? Wir erledigen das. Halt, halt, halt. Wir bleiben hier. Macht sie nieder. Wird gemacht. Gruppe 9. Repariert den. Ja.
Übrigens, ich möchte die alle drei ausbauen. Getan, was ihr wolltet. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wie frech. Wir bauen die alle drei aus, die können zwar noch nicht voll laufen, aber das ist in Ordnung. Okay, wie gehen wir vor? Wir bauen nochmal zwei Uhren, können nochmal drei Trupps Barbaren dazu rufen. Gruppe 1. Seht her. Wir können die ja immerhin übers Limit hinaus machen. Das bedeutet theoretisch für eine Holzecho eigentlich gar nicht mal so dämlich. Einfach wortwörtlich alles mit Sägewerken zupflastern. Lass mal her. Das Gebäude ist ausgebaut. Damit wir dann einfach durchgehend über unser Limit hinweg Barbaren ausbilden können. Geld wird uns ja nicht ausgehen, wenn wir... Kein Problem. So derartig billige Truppen einsetzen. Und wenn wir unseren ganzen Bevölkerungsplatz komplett mit Siedlern voll haben. Dann wiederum, es sind billige Truppen, die sofort sterben. Geld wird uns ausgehen. Schaut in die Ferne. Kein Geld dafür, das ist in Ordnung. Na gut. Ja, kann das kurz mal reparieren. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Jupp. Gut, wir brauchen noch höchstens 2 Uhren. Dann haben wir die volle Motivation, die wir brauchen. Oder wollen. Wie ihr wollt. Ja, ja. Dann schicken wir gleich Wags Blindenhunde voraus. Feinde greifen ihn an. Haben wir Gruppe zwischen, ja. Ja. Es ist Zahltag. Als Gruppe 7, rennt voraus. Gruppe 1, auf den Turm. Wag auf den Turm. Ich werd's euch zeigen. Wir bleiben hier. Ihr werdet angegriffen. Sofort. Sag, ich wollte kurz sagen, sag bloß, die haben noch eine zweite Welle dahinter. Zum Angriff! Los! Feinde ignorieren uns an diesem Punkt. Auf den Turm. Ihr werdet angegriffen. Zum Angriff! Das läuft nicht gut. Aber das ist gar kein Problem. Wag es durch. Ihr fächert ein bisschen aus, wenn ihr müsst, dass die Türme euch nicht alle erwischen. Okay, der Turm ist weg. Geht den nächsten an. Na gut, sofort. Na gut. Wie ihr wollt. Ihr werdet angegriffen. Ich tue mein Bestes. Wir können uns hier hinten am besten verstecken und werden ignoriert. Die Truppen haben uns aus dem Weg hierüber ignoriert. Und es kommt hier kein Nachschub mehr. Ja. Gut. Ich habe hier ein bisschen gepennt, nicht wahr? Angriff. Ist irgendwas kaputt gegangen in der Zeit? Nein. Nur fast. Halt! Bis in den Tod! Wir bleiben hier. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Macht sie nieder! Halt! Wir bleiben hier. Sofort. So, einmal beten. 2 Uhren müssen noch gebaut werden. Wenn's denn sein muss. Damit haben wir das. Kalt? Natürlich ist mir kalt. Es zieht ein wenig unten rum. Aber Gruppe 4. Uns das sehr modisch. Ihr müsst etwas Platz schaffen. Auf 6 Kanonen hoch, Gruppe 4. Das kann ich. Und jetzt, wir machen das so, wir lassen zwei Kanonen hier zurück. Seid unbesorgt. Machen die wieder zu unserer Gruppe 6.
bilden uns hier eine Gruppe 4 zusammen und können dann mit sechs Eisenkanonen hier durchgehen. Jetzt haben wir hier unendlich viel Schwefel, den wir nicht benutzen können. Gruppe 1 hat ihren Job allerdings erfüllt. Gut, unser Schwefel ist jetzt keine Mangelressource. Mehr Sabotage können wir trotzdem erforschen. Und dafür haben wir kein Geld. Ihr zieht uns. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar. Gruppe 9. Ist in Ordnung. Zieht euch ein bisschen zurück. Aber gern. Sicher das. So, 2 Kanonen reichen für die Verteidigung. Mehr als nur aus.